Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem Zentrum Bavaria Bohemia in Schönsee. Die Akademie Ostbayern-Böhmen überträgt von hier aus einen weiteren Vortrag im Rahmen ihres Jahresthemas Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Hans Fischer. Ich bin in der Akademie verantwortlich für die Programmkoordination und ich darf Sie heute durch die Veranstaltung begleiten. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Interesse und auch das Interesse dieses Mal der Presse. Die Regensburger Zeitung Donaupost ist heute mit anwesend und wird hoffentlich einen interessanten Bericht bringen. Vielen Dank, Herr Aisch. Ein paar Informationen zur Akademie Ostbayern-Böhmen. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, über die Stärken des ostbayerisch-böhmischen Grenzraums zu informieren und dabei wichtige aktuelle Themen aus Kultur, Natur, Wirtschaft und Wissenschaft aufzugreifen. Ein besonderes Anliegen ist es dabei, die herausragenden Leistungen der ostbayerischen Hochschulen herauszustellen, mit denen wir kooperieren. So wurde am 12. Februar dieses Jahres in diesem Sinne das Jahresthema der künstlichen Intelligenz mit einem Online-Symposium eröffnet, bei dem die Referenten von der OTH Regensburg, der Westböhmischen Universität Pilsen und vom AIR aus Regensburg kamen. Weitere Online-Vorträge folgten und heute nun dürfen wir zum wiederholten Mal auf die wissenschaftliche Arbeit der OTH Regensburg zurückgreifen. Von dort zugeschaltet ist uns Herr Professor Dr. Markus Bresinski, den ich hiermit herzlich begrüße. Ich danke Ihnen, dass er den heutigen Abend gestaltet. Professor Bresinski leitet den Lehrbereich Internationale Politik und Sozialwissenschaften. Sein Thema heute: Blick in die Zukunft mit künstlicher Intelligenz, vorausschauende Analyse statt Blick in die Glaskugel. Professor Bresinski arbeitet an anwendungsorientierten Forschungs- und Projektthemen, die den Blick in die Zukunft erleichtern sollen. So beschäftigt er sich zum Beispiel mit Analysekompetenzen zur Lagedarstellung und Lagebeurteilung, mit Entscheidungsunterstützung in komplexen Führungsorganisationen, Methoden und Werkzeugen zur Datenanalyse, mit System Thinking und System Dynamics. Wir erleben ja alle miteinander derzeit die Nachrichten des Kriegs in der Ukraine und stellen uns die Frage, ob solche Ereignisse oder andere Konflikte voraussehbar sind oder gewesen wären. In anderen Fällen kann man bei wichtigen Entscheidungen den Experten immer vertrauen oder sind nicht manchmal auch das sogenannte Bauchgefühl oder einfach die Lebenserfahrung besser? Kann man mit Methoden und Werkzeugen zur Datenanalyse die Entscheidungen in komplexen Führungsorganisationen unterstützen? Denn nicht nur in Regierungen, auch in großen Unternehmen und in Verwaltungen sind angesichts komplexer Probleme Analysekompetenzen gefragt. Kompetenzen zur Lagedarstellung und Lagebeurteilung. Professor Bresinski wird auch darauf eingehen, ob und wie mit künstlicher Intelligenz vorausschauende Strategien, vor allem in der Sicherheitspolitik, gewonnen werden können. Und nun freue ich mich mit Ihnen, meine Damen und Herren, auf einen spannenden Vortrag von Professor Dr. Markus Bresinski. Herr Professor, ich bitte Sie, mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Ich sehe, dass man mich gut versteht und ich freue mich sehr, dass Sie mich heute eingeladen haben und dass ich Ihnen heute ein sehr spannendes Thema nahebringen. Ich werde meinen Bildschirm teilen und dann können wir auch gerne so in den Vortrag mit einsteigen. Ich schaue, dass ich hier technisch alles soweit im Griff habe. Ja, noch vielleicht zwei Worte zu meinem fachlichen Hintergrund. Ich bin Politikwissenschaftler und habe mich mit der internationalen Politik und Sicherheitspolitik beschäftigt und habe, bevor ich an die OTH Regensburg gekommen bin,
in der sicherheitspolitischen Beratung gearbeitet und dort eben tatsächlich das gemacht. Noch nicht mit künstlicher Intelligenz, obwohl ich in dem Bereich promoviert hatte, aber durchaus mit Computermodellen und mit Methoden und Techniken qualitativer und quantitativer Natur Zukunftsszenario vorherzusagen. Ich werde Sie auf eine kleine Reise mitnehmen und ich werde diese Reise Schritt für Schritt vornehmen und werde auch etwas langsamer sprechen, damit die Übersetzung gut gelingen kann. Ich freue mich sehr, dass insbesondere wir auch hier die Möglichkeit haben und ich die Möglichkeit habe, unseren tschechischen Freunden und Partnern und Partnerinnen Ergebnisse aus Ostbayern und unserer Hochschule vorzustellen. Lassen Sie uns beginnen. Lassen Sie uns mit der Frage beginnen, was sind denn eigentlich Zukunft und Zukünfte? Schauen wir mal, ich glaube, Sie, ja, das sollte sehen, ja genau, okay. Sind, einen Moment, dass ich den richtigen Bildschirm freigegeben habe. Schauen wir mal, das ist der richtige. Alles klar, springen Sie. Was sind denn Zukünfte? Was sind denn Zukunft und Zukünfte? Ich meine, das Entscheidende ist für eine Vorhersage, dass es wichtig wäre, diese Zukunft vorherzusehen. Aber was wäre denn passiert, wenn man diese Zukunft vorgesehen hätte? Ich habe Ihnen hier rechts ein paar Bilder dargestellt, die ich glaube, allein durch die Bildsprache Ihnen einiges erzählen werden. Mit Ausnahme vielleicht dieses Bild, dass ich regelmäßig diesen Ort besuche ich regelmäßig mit meinen Studierenden und das ist in Oberfichtach in Ostbayern. Dort steht das einzige Trümmerteil des World Trade Centers als Andenken und insbesondere als Gedenken für alle ehrenamtlichen Helfer, die bei Rettungsorganisationen während dem Einsatz zu Schaden gekommen sind. Es ist also kein Mahnmal quasi gegen irgendetwas, sondern ein Mahnmal für Retter. Und damals die Vorhersage dieses dramatischen Ereignisses, das dazu geführt hat, dass die letzten 20 Jahre zum Beispiel unter dem Stichwort des War on Terror standen, hätte damals die Vorhersage etwas verändern können? Wer hätte es wie vorhersagen können? Die gleiche Frage kann man natürlich auch stellen bei dem Fall der Berliner Mauer oder bei dem Zusammenbruch, hier das Bild der Investmentbank Lehman Brothers, die die schwere Finanzkrise und später die Staatsschuldenkrise in Europa ausgelöst haben. Jetzt zuletzt, und ich muss sagen, ich selbst habe mich dabei auch getäuscht. Als Experten wird man immer wieder gefragt, ob Putin und das russische Regime und die russische Regierung die Ukraine angreifen würde. Auch ich habe mich getäuscht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir am 24. Februar diesen Überfall hätten erleben können. Was ist also der Wert dieser Vorhersagen? Und natürlich, insbesondere für die Politik, ist es wichtig, wie kann man eigentlich die Zukunft vorhersagen? Wir alle erleben das gerade jetzt in diesem Moment mit der Auseinandersetzung der Ukraine, dass man sich immer wieder fragt, wie weit wird dieser Konflikt eskalieren? Was werden wir noch zu erwarten haben? Es gibt einige kluge und weise Sätze, die ich Ihnen hier zusammengestellt habe. Und viele von denen sind selbst erklärend. Am besten gefällt mir immer noch der Ausspruch von ehemaligen US-Präsidenten Harry S. Truman, der sagt, there is nothing new in the world except the history you don't know. Weil darin steht natürlich auch das Versprechen, dass wenn man die Geschichte gut versteht und vielleicht auch die Daten und Informationen aus der Geschichte gut versteht, dass es vielleicht möglich sein kann, Vorhersagen über Entwicklungen zu leisten. Ja, das Bonmot, das Prognosen schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, ist auch in aller Munde. Und sicherlich ist es auch so, dass wir gerade jetzt in der Ukraine-Krise erleben, dass es viele Menschen und Experten gibt, die sagen, naja, also was jetzt gekommen ist, war doch alles ganz logisch. Das hätte sich doch alles logisch vorhersehen lassen können, wenn man nur die richtigen Fakten dazu nimmt. Dazu gehört auch, dass viele Experten und auch viele Mitmenschen eine Ex-Post-Rationalisierung betreiben, also so einen sogenannten Hindsight-Bias, also behaupten, es wäre jetzt alles tatsächlich aufeinander logisch aufbauend. Wenn wir in die Frage der Vorhersage gehen, dann stellen sich definitiv ein paar Grundprobleme. Die ersten Grundprobleme sind ontologischer Art. Was bedeutet das? Logisch meint, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie die Welt an sich aufgebaut ist, aus was die Welt besteht sozusagen. Und man kann vielleicht auch durchaus
die These verfolgen, dass die Welt an sich keine Vorhersagen erlaubt, dass eben nicht alles logisch aufeinander aufbaut und funktional und rational und konsequent aufeinander aufbaut. Es könnten auch zufällige Ereignisse sein, die viel Dynamik erbringen und deswegen eine Vorhersage an sich allein aus der Tatsache der Welt und der Beschaffenheit der Welt nicht möglich ist. Man kann auch sagen, dass der Mensch selbst aufgrund seiner Psychologie nicht in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen. Ich weiß nicht, wie oft Sie sich selbst dabei ertappt haben, dass Sie Vorhersagen machen wollten oder gemacht haben. Das kann von einer einfachen Wettervorhersage, einer Einschätzung, wie sich das Wetter in der nächsten halben Stunde entwickelt, anfangen, bis hin einfach auch zur Einschätzung politischer Entwicklungen. Wahlausgänge sind auch ein beliebtes Thema, wo man sich vielleicht tatsächlich selber dabei ertappt, dass man sich verschätzt hat. Organisatorisch kann es auch so sein, dass Institutionen, Einrichtungen, und das kann alles Mögliche sein, das kann eine kleine Einrichtung sein, ein kleines Unternehmen, das kann aber auch etwas Größeres sein, wie eine Regierung, ein Ministerium, keine Vorhersage will. Also auch diejenigen, die Vorhersagen machen und vielleicht richtige Vorhersagen liefern, werden in der Institution, in der Organisation nicht gehört. Und letztlich haben wir auch, und das ist das Thema für heute auch mit Bezug auf künstliche Intelligenz, kann es sein, dass wir ein technologisches Problem haben. Vorhersagen sind immer nur so gut, wie wir für die künstliche Intelligenz auch angemessene und gute Daten haben und insbesondere, dass wir diese Daten verstehen. Wir müssen trotz der vielen Daten, die wir zur Verfügung haben, durchaus auch anerkennen, dass für wichtige Bereiche, insbesondere der Sicherheitspolitik und der strategischen Vorausschau, Daten fehlen. Ich kann nicht umhin kommen, Ihnen ein paar Definitionen zu bieten. Und das ist deswegen wichtig, weil für das, was KI leisten kann und für was KI einen Beitrag liefern kann, oftmals Missverständnisse herrschen. Und deswegen möchte ich Ihnen die folgenden Definitionen kurz vorstellen und auf die wichtigsten Unterscheidungen eingehen. Ich verspreche Ihnen, dass der gesamte Vortrag nicht zu technisch sein wird, ich ein bisschen technische Anklänge durchkommen lasse, aber ich versuche sie eben auch mitzunehmen und Ihnen eine Einsicht zu geben, auch für diejenigen, die nicht tief in der Idee der künstlichen Intelligenz schon bewandert sind. Der wichtigste Unterschied für eine strategische Vorausschau ist der zwischen einem Szenario und einer Prognose. Ein Szenario und damit auch die Vielzahl von Szenarios ist die Vorhersage von möglichen Fällen. Dahinter steht die Frage einer Möglichkeit. Im Gegensatz dazu steht die Prognose, die eher versucht, den wirklichen Wert und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Falles tatsächlich genau vorherzusagen. Das ist ein wichtiger Unterschied, insbesondere später für die Entscheidungsunterstützung. Ich selbst habe erlebt, dass man gefragt wird, ja, Herr Analyst, Sie haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten auf den Tisch gelegt. Können Sie mir bitte die Wahrscheinlichkeit, den Eintritt dieses Szenarien erklären, damit wir uns konzentrieren können? Und hier sehen wir schon das erste Problem in der Entscheidungsunterstützung, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich in Möglichkeiten denke und damit einen breiten Raum an möglichen alternativen Entwicklungen aufzeige oder ob ich mich auf eine Punktprognose im schlimmsten Falle beziehe und sage, ich möchte genau das Ereignis vorhersagen. In der Vorhersage gibt es zwei Dinge, die wichtig sind und die dann später auch für das, was wir hier diskutieren und was ich Ihnen zeigen möchte, wichtig sind. Das eine ist die Diskriminierung und bitte, hier ist nicht die politische Diskriminierung gemeint, sondern eine logische Diskriminierung. Also, Sie wollen hervorsagen, ob ein Fall eintritt oder nicht. So habe ich tatsächlich dieses Bild dieser vielen kleinen Schubladen aufgezeichnet und Sie können sich vorstellen, dass zukünftige Entwicklungen wie kleine Schubladen sind und Sie wollen vorhersagen, ob eine bestimmte Schublade sich in der Zukunft öffnet. Die Frage, ob sich diese zum Beispiel, diese Schublade ganz bewusst öffnet oder schließt, das wäre ein Problem der Diskriminierung. Also ist der Fall eingetreten, dass diese Schublade sich öffnet oder ist der Fall nicht eingetreten? Kalibrierung ist ein Stück komplizierter. Hier möchte man tatsächlich sich alle Schubladen ansehen und möchte die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der eine Schublade sich vielleicht öffnet. So muss ich eben auch die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller anderen Schubladen kennen. Weitaus komplizierter, weitaus schwieriger. Ich nehme vorweg, dass für das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, die Diskriminierung, also die Frage, ob ein Fall eintritt oder nicht,
erstmal ausreichend ist und schon wichtigen Mehrwert für die Entscheidungsunterstützung liefern kann. Ein weiterer Schritt ist in der Definition noch einmal, und ich denke, diejenigen, die diese Veranstaltung regelmäßig besuchen, durchaus geläufig, aber die einzelnen Unterschiede zwischen den Begriffen. Sie wissen, dass künstliche Intelligenz der Oberbegriff ist. Man kann sagen, naja, man will eigentlich den Menschen an dieser Stelle nachmachen. Darunter kommt der Begriff des Machine Learnings. Und hier wird es dann schon etwas komplizierter. Es hört sich etwas abstrakter an. Man möchte Konzepte aus Daten lernen und vorhersagen. Man könnte auch sagen, man möchte Muster in den Daten erkennen und möchte diese vorhersagen. In dem Machine Learning gibt es zwei Ansätze. Das eine ist das überwachte Lernen. Das heißt, ich weiß genau, was tatsächlich der Algorithmus später lernen soll. Und ich bestrafe und belohne ihn dafür, dass er etwas lernt. Und das unüberwachte Lernen ist, dass er sich selbst eine Idee aus den Daten zieht. Weitere Begriffe, die wir heute nicht hier diskutieren werden und ich auch nicht vorstellen werden, ist das Deep Learning. Das heißt, das selbstständige Lernen von massiven, großen neuronalen Netzen und die schließende Statistik, die gebraucht wird als mathematische Grundlage, aber auch Unterschiede liefert, was mit Daten gemacht werden kann und was nicht. Ich will nicht zu viel in die mathematischen und naturwissenschaftlichen Hintergründe gehen, sondern möchte nochmal hier in dem Konzept eine Grundlage des Machine Learnings aufzeigen. Was wichtig ist, wenn ich mit dem Machine Learning ein überwachtes Lernen durchführen möchte, möchte ich aus bekannten Daten, die es gibt, Daten der Vergangenheit, Sie erinnern sich an das Zitat von Truman zu Beginn, das mir sehr gefällt, dann möchte ich aus Daten der Vergangenheit Muster erkennen und daraus ein Konzept lernen. Das heißt, ich kann aus vergangenen Daten lernen, wie sich Entwicklungen geben können. Und dieses gelernte Konzept wird dann angewandt auf neue Daten. Es kommen neue Daten aus der Gegenwart rein und das gelernte Konzept gibt dann Auskunft darüber, welche Vorhersagen dies sind. Das ist das grundlegende Konzept von Machine Learning und das ist etwas, was helfen kann in der strategischen Vorausschau. Jetzt ist es natürlich die Frage, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir Machine Learning? Was ist denn der Vorteil von Machine Learning? Warum kann nicht das Bauchgefühl bessere Arbeit liefern? Hierzu gibt es eine sehr beeindruckende und aus meiner Sicht hervorragende Forschung, die aus den USA stammt, und zwar von einem Politikwissenschaftler. Und keine Angst, ich werde diese Folie Schritt für Schritt erklären. Und zwar ist es Philip Tetlock, der bereits in 2006 eine Veröffentlichung auf den Markt gestellt hat mit dem Titel Expert Political Judgment, also die Frage, wie gut sind politische Fachexperten in ihrer Vorhersage. Und er hat etwas sehr Interessantes gemacht. Er hat sich in einem Zeitraum von 1987 bis 2003 Folgendes vorgenommen. Politischen Experten regelmäßig Fragen über zukünftige Entwicklungen zu stellen. Er hat die Frage gestellt, wird eine Regierung wechseln? Wird vielleicht eine Regierung sogar in einem Krisenland gestürzt? Bricht ein bewaffneter Konflikt aus? Wie wird sich der Ölpreis entwickeln? Wie hoch wird die Arbeitslosenrate in einem Land sein? Und er wollte untersuchen, wie gut ist denn die Vorhersagegüte der Experten? Im Zeitraum konnte er über 82.000 Vorhersagepunkte bringen und er hat diese hier aufgetragen. Das ist der Grund, wieso ich vorhin Diskriminierung und Kalibrierung aufgezeigt habe. Sie müssen die einzelnen Daten nicht verstehen, aber damit haben Sie ein bisschen Hintergrund für die Einordnung dieses Diagramms. Ich zeige dieses Diagramm immer sehr gerne meinen Studierenden, weil ich sage, der Abstand zwischen Studierenden und mir als Professor ist da. Aber ich sage meinen Studierenden auch immer, glauben Sie dem Professor eigentlich nie etwas. Warum? Hier sehen Sie abgetragen die Vorhersagegüte. Und das sind die Undergrads, das sind die Studierenden. Vorhersagen, die Studierenden treffen, sind überwiegend nicht so gut. Sie sind nicht schlecht, aber sie sind überwiegend nicht so gut. Und jetzt sehen wir hier so Blasen. Das sind quasi Cluster, die sich gebildet haben. Und in dieser Blase finden wir Experten. Das sind Experten und man nennt sie in der Fachsprache, wie sie Philip Tetlock genannt hat, Hedgehogs, Igel. Diese Igel sind so tief in ihrem Fach drin, dass sie eigentlich doch perfekte Vorhersagen liefern sollten.
aber sie liefern keine guten Vorhersagen. Insbesondere liefern sie nicht so gute Vorhersagen wie, und jetzt kommen wir in diesen Bereich, sogenannten Füchse. Unterschied zwischen Igel und Füchsen erkläre ich Ihnen gleich im Anschluss. Also, hier würde ich sagen, es sind sehr viele Professoren und hier sind sehr viele Generalisten unterwegs. Auch teilweise interdisziplinär denkende, teilweise auch populärwissenschaftlich denkende, aber eher offene Menschen und für neue Informationen bereite Menschen. Es führt meistens immer zum Gelächter natürlich, dass man sagt, mein Vorteil zwischen mir als Professor und meinen Studierenden ist dieser schmale Grat. Und sobald man quasi eine höhere akademische Weihe erreicht hat, sollte man auch den Professoren nicht mehr glauben, weil offensichtlich kann man hier viel bessere Vorhersagen machen, wenn man auch weiter lernt und weiter Lebenserfahrung sammelt. Was erschütternd ist in diesem Diagramm ist, dass Philip Tetlock herausgefunden hat, dass der Wurf einer Münze, das Werfen eines Würfels oder wie er es nennt, der Dart-Throwing Ape, also der mit Abpfeilen auf eine Dartscheibe werfende Affe im Zoo, viel bessere Ergebnisse in der Vorhersage liefert als die Fachexperten oder sogar die Füchse. Also bevor Sie quasi einen Experten fragen, kann es ratsam sein, vielleicht tatsächlich einen Würfel zu schmeißen oder eine Münze zu schmeißen, um zu überlegen, ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Was sehr erstaunlich ist in diesem Graph, ist dieser Punkt hier oben. Und der ist die Stärke, die man zunächst als Vorteil von KI-Modellen und Machine Learning vorsehen kann. Tetlock hat herausgefunden, dass einfache regelbasierte Systeme, die statistischer Natur sein können, aber auch viel einfacherer Natur, und da kommen wir dann so langsam in den Bereich des Machine Learnings, hervorragend dazu geeignet sind, Vorhersagen zu machen. Und im statistischen Durchschnitt, also bedenken Sie, es ging hier um eine ganz große Reihe von Vorhersagen, sind diese formalen Modelle weitaus besser als Fachexperten. Sie können sich vorstellen, dass dieses Ergebnis natürlich zu Erschütterungen in der Fachwelt geführt hat, weil jeder noch so halbwegs gute Experte oder Expertin sich durchaus da auf dem Schlips getreten fühlt. Tetlock hat auch weiterhin untersucht, woran das liegt. Und die Untersuchungen sind auch mit psychologischer Forschung auch weiterhin noch unterlegt. Und im Endeffekt ist es so, dass die Füchse neugierig sind und ein Fach und ein Feld überblicken wollen. Und sie sind vor allem offen für gegensätzliche und widersprechende Informationen. Sie sind eher bereit, ihre Hypothesen über Bord zu werfen und neues Wissen und neue Annahmen aufzuwerten. Der Igel ist Experte, aber er hat die Eigenschaft, sich einzuigeln, insbesondere dann, wenn er unter Druck gerät. Wenn Kritik geäußert wird, dann will er die abwehren, weil er kennt sich in seinem Fach so gut aus, dass er sich nicht gerne widersprechen lässt. Das erleben wir übrigens gerade genau bei meinen Fachkolleginnen und Kollegen mit dem Blick auf die Ukraine-Krise, wo man sehr schön sieht, und da braucht man nur in Twitter einmal hineingucken, wie dort durchaus miteinander gestritten wird, was jetzt der beste Weg wäre im Umgang mit der Krise und wer die bessere Vorhersage macht. Halten wir kurz fest. Ich habe Sie mitgenommen auf die Reise und habe gesagt, okay, Vorhersagen an sich sind insbesondere für große politische Ereignisse sehr schwierig, weil sie punktuell sind und fast nicht vorhersagbar sind. Das Zweite, was ich Ihnen versucht habe, hier noch zu zeigen, ist, dass es, wenn ich nach den Konzepten, die wir hier vorgestellt haben, also den Begrifflichkeiten, dass wir uns durchaus nicht so auf die Punktprognosen beziehen, sondern eher auf die Frage, welche Szenarien können wir vorhersagen. Dritter Schritt, den wir gemacht haben, ist, ich habe Ihnen die interessante Untersuchung gezeigt, die eben deutlich, durchaus empirisch zum Nachdenken anregt, dass Fachexperten nicht immer diejenigen sind, die die besten Prognosen machen und dass es unter den Fachexperten Unterschiede gibt und dass formale Modelle, regelbasierte Modelle teilweise bessere Vorhersagen machen. Wie sieht das eigentlich genau aus, so eine Szenarioentwicklung? Hierzu ein kurzer schematischer Überblick. Im Endeffekt versuchen Sie, aus der Gegenwart heraus die Zukunft vorherzusagen. Und es gibt dazu bestimmte Methoden, qualitativer Art zunächst einmal. Man kann sich zum Beispiel überlegen, dass ich mögliche Zukünfte für 5 Jahre vorhersage. Diese Zeitspanne ist durchaus immer etwas variabel, weil die Zeiten können sich natürlich auch sehr rasant ändern und auch der Einstieg in so eine Zukunftsprognose und Zukunftsszenarioentwicklung kann sich ändern. Wenn wir zum Beispiel jetzt vom 24. Februar ausgehen, müssen wir von diesem Zeitpunkt an
neue Szenarien entwickeln. Man geht normalerweise von einer Bandbreite an Szenarien aus, von etwas, was sich im Sinne der Trendentwicklung weiterentwickelt aus der Gegenwart, kann man zum Beispiel in die besten Möglichkeiten einer sehr positiven Entwicklung aus Sicht derjenigen, die diese Szenarien entwickeln, oder im Sinne eines Worst Case denken, also was kann schlimmstenfalls eintreten. Und hervorherzusehen, und das ist so die Idee, die Möglichkeiten darzustellen, ohne die Wahrscheinlichkeiten des Eintritts dieser einzelnen Szenarien schon vorherzusagen, also die Möglichkeiten zu entwickeln, dazu muss ich aus der Gegenwart, basierend auf Schlüsselfaktoren und Annahmen, die ich aufbaue, möglichen Entwicklungspfade hin zu diesen Szenarien aufzeigen. Wenn ich das kann, dann fehlt mir aber oftmals tatsächlich der Weg zu den Signalen, die mir während der Entwicklung, also von Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, einen bestimmten Hintergrund geben und sagen, ja, jetzt sind wir vielleicht auf diesem Entwicklungspfad. Oder es gibt Indikatoren, die mir sagen, ich bin auf diesem Entwicklungspfad oder auf diesem. Und das ist genau der Grund, dass, wenn wir Schlüsselfaktoren und Annahmen haben, die uns diese Szenarien entwickeln, auf der anderen Seite auch eben auch noch über Indikatoren nachdenken müssen, die wir kontinuierlich messen und die uns Hinweise geben, in welche Richtung der Entwicklungspfad sich bewegt. Hier kommt die erste Frage, wo kann denn da KI und Machine Learning eigentlich helfen? Ja, also eigentlich an zwei Stellen. Zum einen kann Machine Learning helfen, Hypothesen, also Annahmen aus Daten zu entwickeln. Und zum zweiten kann Machine Learning helfen, der Mustererkennung aus den Daten, wenn ich weiß, wie die Indikatoren sich darstellen. Hier kommt aber sofort die Frage, also ich habe hier das mal rot angezeichnet, hier kann Machine Learning helfen. Welche Daten? Wer nehmen wir diese Daten? Bevor ich Ihnen ein Beispiel aus unserer eigenen angewandten Forschung zeige, jetzt einmal ein Schritt in die echte Praxis. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist etwas, was Sie jederzeit auf Internet-Webseiten nachlesen können, der offiziellen Ministerien. Und ich beginne zunächst einmal mit einem Projekt des Auswärtigen Amtes in Berlin. Das Auswärtige Amt in Berlin hat vor einigen Jahren, vor 2, 3 Jahren angefangen, Folgendes zu versuchen. Basierend auf der Erfahrung, dass es sehr viele Krisen gibt, und wir reden hier von einer Zeit, Krisenerfahrung von 2015 an, 2014, 2015 an, war klar, dass diese Krisen, dass die Orientierung, die Entscheidungsfindung in der Außenpolitik ein gewisses Maß einfach fordern. Ich habe das Überfordern in Klammern gestellt, weil jeder Vertreter des Auswärtigen Amtes würde mich hier natürlich zurechtweisen und natürlich sagen, dass Entscheidungen niemals überfordern. Das Thema ist allerdings, dass die Personalausstattung auch eines Auswärtigen Amtes mit Botschaftern und Mitarbeitern natürlich begrenzt ist. Und das ist natürlich sicherlich richtig, dass wenn ich eine Vorhersage machen kann, wo es schwierig wird, aufgrund zum Beispiel politischer Entwicklungen, es mir leichter möglich wäre, Personal dort einzusetzen. Also es ist nicht nur im Sinne einer Krisenprävention, dass ich quasi politisch aufmerksam auf etwas werde, sondern es geht dort wirklich handfest darum, Personal richtig drauf zu verwenden und auch auf Krisen vorzubereiten, um dann rechtzeitig auch reagieren zu können. Dazu hat das Auswärtige Amt das Projekt Preview ins Leben gerufen, Action, Visualization and Early Warning. Und wie Sie in der offiziellen Projektbeschreibung lesen, ist es klar, dass versucht wird, Trendanalysen aufzubauen, die den möglichen Verlauf politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen erlauben und dazu eben auch Methoden des maschinellen Lernens zu nutzen, um großen Datenmengen Krisenmuster zu erkennen. Also genau das, was wir vorher besprochen haben, basierend auf Daten, Krisenmuster zu erkennen und daraus Szenarien zu entwickeln. Problem, Datengrundlage, haben wir denn für die Krisenländer zum Beispiel genug Daten? Zweites Problem, was sich sehr schnell herausgestellt hat, wie integriere ich dieses Machine Learning und diesen technischen Prozess in eine qualitative, / politische Entscheidungsfindung? Und generiere damit tatsächlich eine gute Entscheidungsunterstützung. Dieses Projekt ist immer noch in der Evaluation im Moment und ich enthalte mich hier mal eines Kommentares über die ersten Ergebnisse, weil es gibt nämlich noch ein viel spannenderes Entwicklung, die eben auch erkennbar sind. Und zwar ab einem bestimmten Punkt stellt sich ja die Frage, warum sollte jedes Ministerium, das mit Außen- und Sicherheitspolitik bewandert ist, diese Dinge alleine machen? Warum arbeitet man hier nicht zusammen?
Und deswegen lasse ich, ups, jetzt ist was passiert, was nicht passieren sollte. Einen Moment, entschuldigen Sie bitte. Das war mein Fehler. Hier ist etwas schiefgegangen. Einen Moment. Jetzt ich ganz kurz gleich wieder am Start. So, sind wir. Okay, entschuldigen Sie bitte die technische Panne. Hier ist dann Folgendes passiert, dass das BMVG, also das Bundesverteidigungsministerium, ein vergleichbares Projekt angestoßen hat und dann darüber hinaus eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart hat. Hintergrund dessen ist, dass das Auswärtige Amt und das BMVG über unterschiedliche Datenbestände verfügt und hier tatsächlich eine Zusammenarbeit etwas schwieriger gestaltet sich am Anfang und man überlegt hat, Daten zusammenzuführen, aber aufgrund von Sicherheitsbedenken das nicht gemacht hat. Auch hier in der Projektbeschreibung lesen wir genau das hier, insbesondere Fragestellung nach der Interoperabilität. Und das sind Schlüsselwörter. Das heißt, dahinter versteckt sich die Frage, wie fahren wir die Ergebnisse der einzelnen Datenbestände, der einzelnen Ministerien mit all ihren politischen Vorbehalten denn zu einer gemeinsamen Szenarioentwicklung zusammen? Wechselseitigen Informations- und Datenfluss, das heißt, also wie gehen wir zum Beispiel mit Daten um, die Geheimhaltung unterliegen und Daten, die vielleicht politisch brisant sind. Hier auch wieder ein klarer Hinweis. Man muss auch hier wieder zwischen den Zeilen lesen. Schlüsseltechnologien und dann natürlich Krisenpotenziale, Eskalationswahrscheinlichkeit, Treiben und Dämpfen und Faktoren besser beurteilen zu können. Sie sehen hier an der offiziellen Beschreibung, dass tatsächlich in Deutschland in diesen Ministerien an derartigen Projekten gearbeitet wird. Welche Probleme sich dabei stellen, möchte ich Ihnen jetzt gleich an einem eigenen Forschungsbeispiel darstellen. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht zu technisch und ich verspreche Ihnen auch, dass wir noch genügend Zeit haben werden, Ihre Fragen zu diskutieren. Wir haben uns an einem Beispielprojekt, etwas auch in Richtung dessen, was in diesen Preview-Daten auch gemacht werden soll, also in Krisenländern, Krisenvorherzusagen, folgende Frage gestellt. Gibt es die Möglichkeit, und wir haben diesem Projekt im Jahre 2017, 18 begonnen, gibt es eine Möglichkeit, Konfliktintensität in Nord- und Westafrika richtig vorherzusagen? Kann man Daten nutzen? Und insbesondere als Forschungseinrichtung haben wir ja natürlich nur den Zugang zu öffentlich zugänglichen Daten, kann man etwas machen. Also können wir diese Vorhersage über diesen großen Raum hier, der durchaus als eine sehr besorgniserregende Krisenregion bekannt ist. Sie wissen, dass wir gerade im Moment diskutieren, ob wir die deutschen Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen aus dieser Region und den Einsatz in Mali abziehen. Die europäische Trainingsmission hat sich zurückgezogen aus Mali und im Vorfeld. Und auch jetzt stellt sich immer wieder die Frage, wie viele Krisen werden diese Region noch ausbrechen? Das ist die Aufgabe. Das ist die Anforderung. Wir wollten es basierend auf offenen Datenquellen machen und wir haben tatsächlich eine offene Datenquelle dazu genutzt, den Bertelsmann Transformation Index. Dieser Index ist deswegen interessant, weil er Transformationsländer, und dazu gehören auch die Länder in Nord- und Westafrika, über verschiedene Kategorien abbildet. Das nächste Interessante an diesem Index, und das ist dann die Stärke, die Machine Learning ausspielen kann, das sind zwar quantitative Daten, die aber auf qualitativen Einschätzungen beruhen. Und hier kann Machine Learning seine Stärke ausspielen. Es gibt auch Lücken in den Datensätzen. Auch hier kann Machine Learning mit Algorithmen relativ gut umgehen. Es gibt einen Hintergrund der künstlichen Intelligenz und Machine Learning. Und das ist eben der Ansatz, dass eben auch mit nicht vollständigen Daten man Rückschlüsse ziehen kann. Was haben wir denn dann eigentlich gelernt? Und das möchte ich Ihnen nur ganz kurz im nächsten Slide einmal aufzeigen. Wir haben also mit unserem Ansatz ein Modell lernen lassen, das bestimmte Annahmen, Schlüsselfaktoren identifiziert und Annahmen generiert hat. Und zwar hat das Modell Folgendes gemacht. Es hat mit einem bestimmten Algorithmus, auf die technischen Details gehe ich nicht ein, aber für diejenigen, die es interessiert, wir haben hier eine Baumstruktur gelernt und die schauen wir uns mal näher an.
aus den Datensätzen, die hier vorhanden sind, und wir reden hier von mehreren hundert Datensätzen über bestimmten Kategorien, hat das Modell selbstständig folgenden Strukturbaum überwacht gelernt. Wir wollen immer eine gewisse Klasse vorhersagen. Und das sehen Sie hier, diese rechteckigen Kästen sind die Klasse, die wir gelernt haben. Also das Szenario, was wir vorhersagen wollen. Hier die Anzahl von oder die Intensität von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Hier in einer qualitativen Güte von vorhanden ist eben sehr stark vorhanden. Das Modell selber liefert uns einen Strukturbaum, gelernt aus den Daten. Das hat das Machine Learning selber vorgeschlagen. Und man sieht hier sozusagen die Schlüssel, die Schlüsseltreiber, die Schlüsselfaktoren und die qualitativen Werte, die hinter diesen Schlüsselfaktoren liefern, bilden einen Entscheidungsbaum. Wenn ich also vorhersehen möchte, welches Szenario kommt, gehe ich diesen Schlüsselfaktoren entlang und schaue, welche Werte die haben, zum Beispiel aufgrund aktueller Daten, und kann damit bestimmte Klassen hier vorhersagen. Das sind meine Szenarios. Ich gehe hier nochmal einen Schritt zurück, um das Gesamtbild zu haben. Also aus unseren Daten haben wir hier Schlüsselfaktoren und Annahmen gelernt, haben hiermit einen Strukturbaum aus dem Machine Learning entwickelt und können jetzt anhand Daten, die wir jetzt sammeln, diese Indikatoren hier auf die möglichen Entwicklungspfade ablegen und können damit bestimmte Szenarios vorhersagen. Das ist die Idee dahinter. Das haben wir gemacht. Ich möchte Ihnen auch kurz vorstellen, was die Ergebnisse sind und auch gleichzeitig die Probleme dazu vorstellen. Wir konnten mit dem Strukturbaum, den wir aufgebaut haben, der eine Güte hat von hier 77% aus den Trainingsdaten. Das ist jetzt eine sehr technische Sache. Das können wir uns auch gerne dann in technischen Diskussionen verlieren, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass zukünftigen Entwicklungen einzelner Länder zu 64% richtig vorhergesagt werden können und insbesondere Trends erkennbar sind. Das ist wichtig für die strategische Vorausschau. Hier ein Auszug. Sie sehen hier die relevanten Länder und Sie sehen hier die tatsächlich empirisch eingetretenen Szenarien mit Blick auf Gewalt in diesen Ländern vorherrscht. Und hier habe ich nochmal abgetragen, was im Jahre 2022 jetzt beobachtet werden kann in diesen Ländern. Und wir haben unser Modell, um Ihnen nur zu zeigen, wie sowas laufen kann, entwickelt bis zum Jahr 2020 und dann auf den Daten von 2020 vorhersagen lassen, wie die Entwicklung in 2022 sein wird. Das sehen Sie hier. Und Sie sehen, dass das Modell in einigen Fällen immer dann, wenn die Farben hier zwischen 22 und den Vorhersagen gleich sind, die richtigen Vorhersagen gemacht hat. Es gibt aber auch eben Punkte, in denen die Vorhersage nicht richtig war. Und ein Beispiel ist zum Beispiel hier auch in Mali. Wir haben hier in Mali in 20 weniger Vorfälle gehabt, in 20 sehr starke Vorfälle, auch aufgrund des militärischen Umsturzes. Und die Vorhersage war eine leichte Trendanhebung. Deswegen ist nicht der genaue Punkt vorhersehbar, sondern unter Umständen nur der einzelne Trend. Das war ein Beispiel aus unserer angewandten Forschung. Und ich möchte jetzt ein bisschen zu der Zusammenfassung kommen und dann auch mit Ihnen in die Diskussion einsteigen zu können. Was wichtig ist, wenn Sie künstliche Intelligenz in die Entscheidungsfindung einbinden wollen, und wir gehen jetzt nur von der technologischen Seite aus, es ist wichtig, dass Sie das Modell kontinuierlich prüfen. Sie müssen verstehen, was das Modell macht. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn wir KI-Algorithmen hier anwenden, die sogenanntes unüberwachtes Lernen machen und die Ergebnisse nicht verifizierbar sind und nicht nachvollziehbar sind. Das ist zu großen Teilen sicherlich schwierig, weil am Ende des Tages müssen Sie Ihre Entscheidung auch erklären. Sie müssen die Vorhersagen, und das ist ein sehr interessanter Punkt hier, an dem ich mich auch mit den Fachkolleginnen und Kollegen einig bin, Sie müssen alle Vorhersagen kritisch prüfen. Sie müssen die Vorhersagen qualitativ mit Experten kritisch hinterfragen. Und dazu gehört eben auch ein qualitatives Verständnis, ein theorie-modellbasiertes Verständnis von Entwicklungen und nicht nur ein datengetriebenes und empirisch getriebenes Verständnis von Entwicklungen. Insbesondere, wenn Sie langfristige Entwicklungen vorhersehen wollen im Bereich des politischen und sozialen Umfelds. Der nächste Punkt ist, wie wollen Sie diesen Prozess in einen politischen Entscheidungsprozess einbinden? Und hier sind zwei Dinge, die sehr wichtig sind und die oftmals nicht gesehen werden. Und deswegen gibt es dazu auch leider nicht immer genügend Forschung. Das eine ist,
wo liegt die Verantwortung am Ende für eine Vorhersage? Ich habe es oft genug erklärt, dass man eben, ich hatte Ihnen das Beispiel am Anfang genannt, gefragt wird, dass man eine genaue Wahrscheinlichkeit eingibt von den zur Verfügung stehenden möglichen Szenarien. Weil dann könnte man sich ja auf ein bestimmtes Szenario beschränken und alle seine Kräfte auf diese mögliche Zukunft konzentrieren. Dort müssen Sie als Analystin und als Analyst eine große breite Schulter haben, weil diese Aussage müssen Sie verweigern. Das ist nicht immer unbedingt Ihre Aufgabe, eine Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, weil da oft auch eine politische Entscheidung dahinter steht, was man gerne sehen möchte oder für welches Szenario man sich gerne vorbereiten möchte. Der nächste Punkt ist die Geheimhaltung. Es ist sicherlich schwierig, wenn Sie Szenarien, die Sie entwickeln, teilen und transparent machen. Weil das würde dann auch bedeuten, wenn wir zum Beispiel jetzt hier in einem gegenwärtigen Konflikt mit der Ukraine das sehen, dass zum Beispiel Ihr Gegenspieler oder Gegenspielerinnen wissen, was sie vorhaben oder was sie denken. Hier sind wir sicherlich in einem Bereich, der für den wissenschaftlichen Aspekt extrem schwierig ist, aber für die politische Entscheidungsfindung von höchster Bedeutung. Ich möchte auch hier noch einmal sagen, dass das die Geheimhaltung nicht nur bedeutet, das Ergebnis geheim zu halten, das man dort hat, sondern vielleicht auch es nicht immer geeignet ist, im öffentlichen Diskurs zu erklären, wie man diese Ergebniserstellung funktioniert hat, weil man plötzlich sich in einer sehr großen Detailtiefe verliert. An dieser Stelle möchte ich nur einen kleinen Exkurs mit dem Verweis auf die Corona-Diskussion geben. Und ich habe sehr mit großem Interesse verfolgt, wie Christian Drosten in seinem eigenen Podcast an einer gewissen Stelle gesagt hat, dass er gelernt hat, dass er Wissenschaft nicht einfach wissenschaftlich in der Öffentlichkeit diskutieren kann, weil dort falsche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Das bedeutet nicht, bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch, dass der wissenschaftliche Diskurs deswegen geheim gehalten und intransparent gehalten werden muss. Aber Wissenschaftskommunikation ist an sich etwas, was wirklich gekonnt sein muss, wo man sich viel Zeit nehmen muss und wo man nicht voraussetzen kann, dass jeder schon so tief in der Materie steht, dass er auch die Fern- und Nebenwirkungen und die Abhängigkeiten der Argumente voneinander versteht. Tja, und der letzte Punkt ist natürlich, was passiert denn, wenn wir falsche Prognosen machen? Also wenn wir alle möglichen Vorhersagen, die wir gemacht haben, nicht richtig sind und in die falsche Richtung führen und man sich darauf verlassen hat. Auch das erkennen wir, wenn wir uns überlegen, was wir mit Blick auf die Ukraine gedacht haben im Vorfeld, ob es wahrscheinlich ist, dass es eine klassische, konventionelle Herausforderung in Europa geben wird, die komplette Sicherheitsarchitektur in Frage stellt. Da hätte man wahrscheinlich vor 5 oder 6 Jahren sicherlich noch große Probleme gehabt, wenn man das vorhergesagt hätte oder wenn man eben die andere Seite sieht, diejenigen, die gesagt haben, das wird nie passieren. Was macht man mit falschen Vorhersagen? Ist deswegen der Experte wertlos? Ist die Expertin wertlos? Meine Schlussfolgerung ist sicherlich nicht. Nachdem ich das dargestellt habe, möchte ich gerne an dieser Stelle beenden, um noch genügend Zeit für eine Diskussion für Sie zu haben und auch auf Fragen einzugehen. Und übergebe deswegen erstmal kurz zurück an die Moderation, wenn Sie wollen, damit wir das mit den Fragen klären können. Ist verkehrt. Herr Professor Brzezinski, herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Ihre Ausführungen und die wirklich hochinteressanten Details, die Sie uns genannt haben. Momentan. Im Chat nichts. Ja, im Chat momentan nichts, aber ich habe eine Überlegung hier vorliegen. Und zwar, mir geht es hier in dem Fall auch um die Frage der Objektivierung. Wie objektiv sind oder wie objektiv können dann Ergebnisse eingeschätzt werden, die durch so einen KI-Vorgang gewonnen werden können? Denn der Hundertste sagt dann, ja, das kann ja im Grunde genommen jeder sagen. Und man muss ja dann, vor allem wenn es im politischen Bereich ist, eine solche Entscheidung, die abgeleitet wird, auch plausibel verkaufen können. Definitiv richtig. Und Sie sprechen hier zwei Dinge an.
Ich möchte einmal noch von der Seite der Methode kommen und wo Machine Learning helfen kann. Ich hatte Ihnen am Anfang den Chart gezeigt, wo die Vorhersagen von Experten und Expertinnen untersucht worden sind und wie gut die sind. Und Sie haben dort diesen einen Cluster gesehen, der auf formale Modelle hingewiesen hat, die auf jeden Fall die Vorhersagen von vielen Experten und Expertinnen weit ausgeschlagen haben im größeren Zeitraum, also in vielen wiederholten Vorhersagen. Die Idee des Machine Learnings und der Ansatz der KI und der Objektivierbarkeit ist, dass KI versucht, mit einfachen Regeln Vorhersagen zu bewerkstelligen. Teilweise sind diese einfachen Regeln besser dazu geeignet, das zu machen, weil sie unbestechlicher sind. Also man hat hier eine logische Objektivierbarkeit. Die führt eben beispielsweise auch dazu, Experten immer wieder mal ihre eigene Rationalisierung und ihre eigene Einschätzung zu hinterfragen. Ich hatte ihm am Anfang ja einmal auch gesagt, dass Vorhersagen deswegen so schwierig sind, weil wir Menschen aus der Psychologie heraus dazu neigen, falsche Annahmen zu bevorzugen oder einen Bestätigungsfehler zu unterlaufen oder bestimmte Informationen zu vernachlässigen, ein bestimmtes Framing zu haben. Hier sind die Algorithmen einfach unbestechlich. Diese Regeln sind unbestechlich. Natürlich vorausgesetzt, ich habe Daten, die ich mit diesen Regeln bearbeiten kann. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist, was Sie gemeint haben mit dieser Objektivierbarkeit, die Erklärbarkeit. Das große Problem, warum diese Projekte, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, im Moment noch nicht so belastbar sind und noch nicht zu einer wirklichen, sage ich mal, großen Verbesserung der strategischen Vorhersage geführt haben, ist, dass sie eine Kommunikation herstellen müssen zwischen denjenigen, der die Entscheidung trifft und denjenigen, die diese Datenanalysen betreiben. Hier ist meine Beobachtung, dass wir eine sehr technikaffine Gruppierung haben, die sich sehr gut in dem Bereich der quantitativen Datenanalyse auskennt, die also tief in den Data Analytics verhaftet ist, die KI wirklich beherrscht und auch versteht, wie man diese Modelle vielleicht auch manchmal tuned, um gute Ergebnisse zu liefern. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die davon wenig bis gar keine Ahnung haben, die aber die Entscheider sind oder die qualitativen Analysten sind, die die Fragestellung erstmal qualitativ angehen. Und hier erlebe ich oftmals eine Sprachlosigkeit. Die Brücke zwischen der qualitativen und der quantitativen Analyse ist oftmals wenig geschlossen. Und darüber hinaus, diese wenig geschlossene Lücke dann dem Entscheidungsträger zu verkaufen, der Entscheidungsträgerin zu verkaufen und zu sagen, hier, wir haben eine belastbare Analyse, ist oftmals schwer. Letztendlich, im Zeitdruck führt es dazu, dass man die aufwendigen Datenanalysen nicht so ernst nimmt, weil sie oftmals auch Zeit brauchen, und man sich wieder zurückzieht auf die qualitativen Analysen, weil man dem Menschen, der etwas sagt, dem Experten oder der Expertin, der oder die etwas sagt, mehr vertraut als einer Maschine, die etwas ausspuckt. Das ist sehr schade, weil beide könnten voneinander gut lernen. Der qualitativ und qualitativ arbeitende Analyst und Analystin und der quantitativ und die quantitative Expertin. Ich hoffe, das damit ein bisschen beantworten zu können. Also kurz Zusammenfassung, die Objektivierbarkeit muss methodisch im Griff sein und sie muss im Prozess der Entscheidungsfindung im Griff sein. Das sind beides durchaus auch sehr kommunikative Akte am Ende des Tages. Ich sehe gerade eine Frage im Chat. Wie trainieren Sie Ihr KI-Modell? Verwenden Sie auch politische und gesellschaftliche Entwicklung aus der Geschichte? Ja, das ist tatsächlich der Fall. Die Daten, die wir verwendet haben, sind qualitative Daten hier aus einer geschichtlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Das heißt, die Entwicklungen zu den verschiedenen Kategorien, die diese Modelle vorher bereithalten im Bereich der Wirtschaft, der Politik, der sozialen und der Umweltfaktoren, der Infrastrukturfenster, teilweise auch vergangenheitsbezogen. Und aus dieser Vergangenheit lassen wir das Modell lernen und machen die Vorhersage. Und uns ist gerade hier, jetzt kommen wir zu dieser Objektivierbarkeit, extrem wichtig, wenn Sie die Daten, die da vorliegen, nicht verstehen, wenn Sie die Daten nicht nachvollziehen können und wenn Sie die Hintergründe der Daten nicht richtig verstehen, ist es eben äußerst fragwürdig, diese Daten für das Training eines Modells zu verwenden. Viel Zeit muss darauf verwandt werden, um zu verstehen, ob diese Daten tatsächlich Hinweise darauf geben, das Richtige zu lernen. Herr Professor Brzezinski, Sie haben gezeigt, dass im Grunde genommen
die KI in diesem Bereich ja eigentlich noch in den Anfangsschuhen steckt. Man würde sich jetzt wünschen, mit Zunahme der Daten oder auch der Fähigkeit, Daten zu verarbeiten, eine größere Entscheidungssicherheit zu bekommen. Ich sage es jetzt mal sehr laienhaft, würde es dazu führen, dass die Denkfaulheit zunimmt, in dem Sinne, dass wir sagen, ja, wir lassen denken. Die Maschine nimmt uns das Denken ab und am Schluss richten wir uns dann oder richten sich die Entscheidungsträger nach dem, was aus ihrem Programm herausgekommen ist. Und jetzt geht es dann tatsächlich unter Umständen in die Binsen, was da entschieden worden ist. Und jetzt gibt es die Frage, ja, ist der Entscheider schuld oder ist das Programm schuld? Sehr gute Frage. Richtig, sehr gute Frage. An dieser Stelle verlasse ich tatsächlich vielleicht meine Fürsprache für Machine Learning und KI-Modelle für die strategische Vorhersage, insbesondere in dem Bereich von sicherheitspolitischen Krisen. Ich finde, um das zur Ehrenrettung der Methode und der Technik zu sagen, sehr sinnvoll, um kritische Fragen zu stellen und seine eigenen Annahmen nochmal überprüfen zu lassen. Da können solche Algorithmen wertvolle Dienste leisten. Aber ich möchte Ihnen folgendes Beispiel erzählen. Seit einigen Jahren ist mir aufgefallen, dass die Arbeit politischer Stiftungen in Krisenländern oftmals hervorragende Sensoren sein kann für die Entwicklung von Gesellschaften. Was meine ich damit? Politische Stiftungen in Deutschland haben einen besonderen Auftrag in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie sind also nicht wie andere Entwicklungsorganisationen völlig unpolitisch und sie haben oftmals auch ein bisschen einen politischen Blick auf die Entwicklung. Die Projekte, die in diesen Ländern gemacht werden, haben auch irgendwo einen entwicklungspolitischen Auftrag. Hocherstaunlich war, dass ich bei einer Befragung von Stiftungen deutlich herausfinden konnte, dass das Datenmaterial, das diese Stiftungen vor Ort gesammelt haben, und zwar qualitatives Datenmaterial aus Interviews, aus Gesprächen, aus Gesprächsnotizen, ein hervorragender Fundus für mögliche Entwicklungen in Krisenländern sind. Das annehmend bin ich dann einen Schritt weiter gegangen und habe die Stiftung gefragt, ob sie denn einen Analyseprozess haben, ob sie diese Daten strukturiert aufnehmen, um daraus eben tatsächlich, vielleicht auch unterstützt durch Algorithmen, Vorhersagen für künftige Entwicklungen in den krisenhaften Gesellschaften zu machen. Das wurde natürlich verneint, aber man hat erkannt, dass man dort ein großes Potenzial hat. Und zwei entscheidende Dinge sind mir da in der Vergangenheit aufgefallen. Das erste ist, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Vertreter der deutschen Bundeswehr. Und da ging es um die Frage der Zukunft in den baltischen Staaten. Und dort wurde mir berichtet, dass man vor Ort eine Besuchstour gemacht hat und sich mit Stiftungen unterhalten hat. Und sehr erstaunt war, dass Stiftungen plötzlich viel mehr Einsicht in diese Länder haben, als zum Beispiel das eigene Auswärtige Amt oder das eigene Ministerium der Verteidigung. Mich hat es nicht gewundert. Und ich habe heute erst ein Gespräch wieder geführt über die zukünftige Entwicklung in Tunesien. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Stiftungen hier durchaus weitaus mehr Alarmzeichen gerade im Moment sehen über eine krisenhafte Entwicklung als alle Modelle, die wir auch wir hier haben und alle anderen Vorhersagen, die wir gerade im Moment sehen. Also hier das als Beispiel bezüglich, ob die Maschine das in Zukunft ersetzen wird. Sicherlich nicht. In den Krisen- und Konfliktländern braucht es immer noch den menschlichen Faktor, den menschlichen Sensor, der das erlebt vor Ort, der das einschätzen kann, der das qualitativ einschätzen kann, der auch die Situation vor Ort spürt. Und da helfen Daten im ersten Moment nicht so viel weiter. Er kann Daten erheben, er kann Daten aggregieren und die können später dann nutzbar gemacht werden in einem KI-Modell. Ich sehe hier im Chat eine weitere Frage. In der Ankündigung wurden auch Simulations genannt, System Dynamics. Wie sehen Sie den Zusammenhang zu KI? Die System Dynamics und Simulationsmodelle beruhen auf Annahmen. Und die Simulationsmodelle sind natürlich auf der Suche nach verifizierten und guten Annahmen. Was man jetzt machen kann, ist, dass man die aus Machine Learning herausgefundenen Grundannahmen und Schlüsselfaktoren und deren Indikatoren in Simulationsmodelle übersetzt und damit die Wechselwirkungen zwischen den Schlüsselfaktoren sich ansieht. Das, was ich Ihnen heute gezeigt habe und auch das Modell, was ich Ihnen gezeigt habe, ist wirklich nur ein sehr einfacher, rudimentärer Ansatz, um eine logische Diskriminierung
von möglichen Zukunftsereignissen herauszurechnen. Also hier die Frage, ob es eine Zunahme gewalttätiger Konfliktereignisse oder gewalttätiger Ereignisse in einem Konfliktland gibt oder nicht. Man kann diese Annahmen und Indikatoren aber auch in ein komplexeres System Dynamics Modell hineinfüttern und sich dann eben überlegen, welche Quer- und Fernwirkungen diese Ereignisse haben werden. Hier auch eine sehr spannende Diskussion, die ich mitverfolgen kann im Moment, beispielsweise die Frage nach den Auswirkungen des Klimawandels auf diese Krisenländer. Die Fachexperten sind sich einig, dass der Klimawandel einen Einfluss hat. Mittlerweile sind sich aber viele Analysten in der strategischen Vorausschau einig, dass man das nicht mehr als Faktor in ein Simulationsmodell packen muss, weil der Klimawandel schon so weit fortgeschritten ist, dass wir allein den Effekt jetzt schon vor Ort in seinem Ausmaß sehen können. Die Diskussion hierzu ist natürlich im vollen Gange, weil einige natürlich auch sagen, naja, aber der Klimawandel kann ja auch nochmal wellenförmigen Charakter annehmen. Es kann sich nochmal deeskalieren und noch weiter eskalieren. Und diese De- und Eskalationsschleifen des Klimawandels sollten in ein Modell eingebaut werden. Das ist ein gutes Beispiel, in dem man sieht, dass man mit Datenmodellen und durchaus auch mit Machine Learning-Modellen Simulationsmodelle mit befüttern kann. Vielen Dank. Ist damit auch die Frage auf dem Chat mit beantwortet? Richtig, ich bin darauf eingegangen, auf diese Frage. Jawohl, sehr gut, vielen Dank. Momentan sehe ich, glaube ich, keine weiteren Meldungen mehr auf dem Chat. Gut. Dann, glaube ich, sind wir am Ende unserer Online-Veranstaltung angekommen. Sehr verehrte Damen und Herren, und es ist Zeit, Dank zu sagen. Zuerst Ihnen, Herr Professor Brzezinski, für Ihre aufschlussreichen und hochinteressanten Informationen aus Ihrem Arbeits- und Forschungsbereich. Auf diesem Hintergrund lässt sich vielleicht manche Information, die wir erhalten, besser verstehen, aber auch andererseits das darin enthaltene Problem oder Gefahren- oder Katastrophenpotenzial besser erahnen. Wenn das mithilfe der KI möglich wäre, wenn es zur Sicherung des Friedens dient, soll alles recht sein. Ich darf weiter sehr herzlich danken dem Zentrum Bavaria Bohemia, vor allem der Frau Ivana Danisch für die Vorbereitungsarbeit der heutigen Veranstaltung, Herrn David Werisch für die technische Steuerung am heutigen Abend und im technischen Hintergrund auch Herrn Thomas Oswald. Selbstverständlich Frau Scharka Kutanova, die in bewährter Weise ins Tschechische übersetzt hat. Eine kurze persönliche Schlussbemerkung sei gestattet. Für manchen von uns wäre es sicherlich schön, wenn uns die künstliche Intelligenz die Möglichkeiten der magischen Glaskugel eröffnen würde, damit unsere Entscheidungen immer richtig sein würden. Die Erfahrung lehrt uns aber, dass wir uns weiterhin wohl mühsamen und oft schmerzlichen Denkprozessen selbstständig unterziehen müssen und das Denken leider nicht den Pferden überlassen können, nur weil diese die größeren Köpfe haben. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass Ihnen der heutige Vortrag zugesagt hat. Die nächsten Veranstaltungen zum Programmjahr Künstliche Intelligenz sind zwar schon geplant, aber leider konnten sie noch nicht zeitlich exakt festgelegt werden. Nach den Osterfeiertagen finden Sie dazu weitere Informationen auf der Webseite der Akademie Ostbayern-Böhmen, www.akademie-ostbayern-böhmen.de. Ich wünsche Ihnen, Herr Professor, und Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen schönen und angenehmen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, auf Wiedersehen.